Hallo, ich bin die Lita von den Runenwölfen, eine Runenheilerin, die energetisch mit den Runen heilt. Ich fühle mich sehr stark verbunden mit den Runen, habe eine lange Reise damit hinter mir und die Runen haben mich gefunden, nicht andersrum. Und für mich sind sie einfach in erster Linie ein Zugang zu den Urkräften. Es ist ja so, dass jede alte Kultur ihre eigenen Zugänge gefunden hat, sich mit den Urkräften zu verbinden. Und die Runen sind ein ganz wundervoller Weg, wie wir das hier in unserer Natur machen können. Mit unserer Lebensweise, die in unserer Natur möglich ist. Und wie wir wieder diese Verbindung fühlen können zu der Natur und auch diese Urkräfte durch uns durchströmen lassen können. Und ich lasse mich immer von einer Rune begleiten. Ich habe in erster Linie am Anfang nur meditiert mit Runen. Es waren immer Runen da, die mich durch ziemlich viele Schatten geführt haben und die ganz, ganz viele Geschenke mit mir aus den Schatten geborgen haben. Und für mich sind sie auch jetzt immer noch eine sehr freundschaftliche Begleitung, obwohl die Runen an sich ja kein Konzept kennen, kein Gut und Böse kennen. Die Runen sind einfach und sie zeigen sich jedem so, wie es zu einem passt. Und mir haben sie sich in ihren Heilkräften offenbart. Und so wirke ich jetzt damit. Momentan begleitet mich eine Rune durch meine Schwangerschaft. Das ist eine alte Bindi-Rune, die nennt sich Berge-Rune. Die wurde schon von Hebammen genutzt früher, um Geburten zu begleiten, um Mutter und Kind zu schützen und auch um die Geburt zu erleichtern. Und das durfte ich auch erleben in der letzten Geburt, was eine wunderschöne Hausgeburt geworden ist, eine sanfte Geburt mit einer Trance, in der ich ganz wunderschöne Bilder empfangen habe von der Rune und auch einen Teil des Namens von meinem Baby. Ja, und jetzt begleitet sie mich durch die nächste Schwangerschaft, ein bisschen in eine neue Geburt auch für mich. Und ich möchte gerne dabei helfen, alte Missverständnisse zu lösen, die es um die Runen noch gibt. Runen sind sehr missbräuchlich verwendet worden und werden auch heute missverständlich verwendet. Ich sehe immer wieder, das Orakel wirkt mit Runen und dann taucht beim Orakel vielleicht die Rune der Not auf und es wird als schlechtes Zeichen gedeutet und das ist für mich alles Quatsch. Also wenn eine Rune der Not kommt, wenn Nautis sich zeigt, dann ist es eine Rune, die sich mit der Not besonders gut auskennt, die dort in der Not besonders gut stärken kann, die helfen kann, dieses eigene Feuer in den Tiefen der Not zu finden. Und das ist immer eine bestärkende Begleitung. Und natürlich haben Urkräfte immer beide Seiten. Es kommt einfach darauf an, wie man sie nutzt. Das ist wie mit einem Streichholz. Man kann sich mit einem Streichholz schön warm machen und Licht ins Dunkel bringen oder man fackelt etwas ab und alles, was man mit den Runen macht, kommt einfach zu einem zurück. Das ist etwas, was unser Lehrer uns sehr oft an die Hand gegeben hat. An vielen Stellen war es gut, einen Lehrer zur Begleitung zu haben. Und in unserem Fall war das ein alter Runenschamane aus Hamburg, der eine Familientradition weiterführt, die es schon zu Zeiten der Hammerburg gab, wo das heutige Hamburg draufsteht. Und das ist ganz, ganz altes Erbwissen, wo vieles davon auf die heutige Zeit übertragbar ist, was sich intuitiv mit einem verbindet. Wir haben alte Rituale gelernt, die heute immer noch passen. Wir haben Werkzeuge an die Hand bekommen oder das Wissen um Werkzeuge, wie wir uns noch tiefer verbinden können oder wie wir Runenkräfte übertragen können. Das geht meditativ auch, es geht aber mit einem Werkzeug einfach nochmal sehr viel stärker. Und dieses alte Wissen möchten wir gerne weitertragen. Wer sich also gerufen fühlt, meldet sich gerne.